Feuer in der Parkstraße 13. Bitte kommen Sie sofort. Jawohl, Feuerwehr kommt. Sie sind immer in voller Bereitschaft. Da ging schon ein Zittern durch den Körper, da wusste man schon, da erwartet einen was. Aber was die Feuerwehrleute genau erwartet, wissen sie nicht. Und viele Hilfsmittel gibt es in den ersten Jahren nicht. Rund 100.000 Feuerwehrleute gibt es in Nordrhein-Westfalen. Sie wollen helfen, wo andere in Not sind. Fast 80% machen den Job neben ihrem eigentlichen Beruf. In der Freiwilligen Feuerwehr. Feuer unter freiem Himmel macht ihnen nicht viel aus. Doch einen Brand fürchten alle. Mit einer der gefährlichsten Situationen sind, glaube ich, die Kellerbrände. Am Kellerbrand, da können sie eine Hand von auch nicht sehen. Ne? Löschen da, wo es warm war. Da ist kein Zentimeter Sicht, da ist null. Da kann man sich durch Tasten und sowas vorarbeiten. Auch der Handscheinwerfer nutzt dann nicht mehr viel. Ne? Wenn man Glück hat, ist unten ein Seeschlitz oder die Hitze ist nicht so stark oder der Rauch ist nicht so stark, sodass man im Grunde genommen auf allen Vieren sich dann vorwärts bewegt. In solchen modernen Brandcontainern kann der Ernstfall Kellerbrand am besten geübt werden. Im Einsatz müssen dann alle Bewegungsabläufe abrufbar sein, ohne ein Zögern. Wer geht von euch als erst am Strahlrohr? Erstmal ohne Rauch. 1000 Grad Hitze sind schon Herausforderung genug. Da kann immer ein Flash-Orbiten stehen. Dann kann ihn da ganz um die Ohren fliegen. Der Qualm ist das größte Problem. Die meisten Opfer sterben durch eine Rauchvergiftung, nicht durch die Flammen. Und Rauch wird mit den Jahren immer gefährlicher. Es ist nicht mehr ganz so einfach, wie es mal ganz, ganz früher war. Es war ein Rauch da, aber der war durchlässiger. Man konnte einfach mehr sehen. Gut, und heute ist ja bei jedem Zimmerbrand, da brennen ja so viel Kunststoffe, da ist der Rauch ja intensiver als früher, der 59, 60 oder bis 1970. Die Möbel, die waren aus Holz und das war gequalmt, aber da war der Qualm nicht ganz so giftig. Heute schützen aufwendige Atemschutzmasken, denn bei giftigem Rauch kann schnell die Atmung aussetzen. Früher wurde das noch etwas lockerer genommen. Ein nasses Taschentuch oder was und dann ging das rein. Eine leichte Rauchvergiftung, da konnte man mit leben. Ich habe ja dreimal Rauchvergiftung gehabt. Ne? Dann ist dann ein Liter Milch gekriegt, da war das eine Menge. Ne? Und Milch ist 1945 in dem zerstörten Köln schon etwas Besonderes. Hier leben gerade noch 40.000 Menschen. 200 von ihnen sind Feuerwehrmänner. Und die sind im Dauereinsatz. Ja, wir haben mit Bränden nicht viel zu tun gehabt. Mit Verschütteten. Die haben ja auch unten in den Keller gewohnt. Und links und rechts waren all die Giebel. Und wenn dann Sturm war, dann fiel oben. Gott weiß was zusammen. Und wir mussten die unten aus dem Keller wieder rausholen, pudeln. Ne? Dabei müssen sie erstmal die eigenen Häuser reparieren. 6 Feuerwachen gibt es, keine ist ganz geblieben. Die wenigen verbliebenen Autos ständig kaputt. Ganz anders im Siegerland. Gerhard Kneppe und seine Kollegen waren clever. Wir hatten keinen Mangel an Löschfahrzeugen. Wir hatten Glück. Von dem Sicherheitsdienst hatten einige Leute 2 Feuerwehrautos, die da waren, versteckt im Wald. Und nachher dann rausgeholt. In Köln dient ein alter Gemüsetransporter als Krankenwagen. Aber nicht jeder beherrscht das Fahren auf 3 Rädern. Das musste man kennen, ne? Wenn man dann mit der Kurve fuhr. Ne? Ein Kollege ist umgekippt. Ne? Und er fuhr an der Melzer Straße, wollte in die Wache fahren, kipp um. Und der Patient fällt hinten aus dem Auto. So, wir haben dann wieder auf die Trage. Stets vorneweg der Käfer der Einsatzleitung. Den Luxus hatte aber nicht jeder. 1950 bin ich eingetreten und da gab es noch kein Fahrzeug. Da hatten wir nur einen Tragkraftspritzer und Anhänger. Da hatten wir nur einen Anhänger. Aber wenn alle anpacken, geht es ganz schön flott. Doch schon bald folgt das nächste Problem. In der ersten Zeit hatten wir noch Jute-Schläuche, die natürlich, wenn Wasser reinkam, erstmal ein bisschen undicht waren. Das heißt,
Der Judemantel, der musste sich erst einmal vollsaugen, um dass er dann dicht war. Wenn sie ein bisschen rüberkommen wollten, platzten die. Ne? Das kann sich ja keiner vorstellen. Das waren alles Schläuche aus dem Krieg noch. Ne? Auch die ersten Klamotten haben schon den Krieg erlebt. In der ersten Zeit waren das ja praktisch getragene Uniformen oder geänderte Uniformen. Wir hatten ja praktisch nur die Uniformen und mussten dann mit einem Zeug denn da loslaufen, bis das nachher dann Kombinationen kamen. So Strampelanzüge haben wir immer gesagt. So Kombi. So Kombis. Blaumänner, ja, wie Blaumänner, in der Werkstatt. Wie in der Werkstatt, da waren sie Schutz. Ja, und Helm. Helm und Handschuhe, da war alles. Bei Handschuhe, Stiefel kannte man noch nicht zur damaligen Zeit. Ja, wir hatten auch erst keine Stiefel. Wir mussten dann mit unserem einen Schuhwerk dann in den Einsatz gehen. Nicht? Wer welche hat, bringt die eigenen mit. Wichtiger ist erstmal obenrum. Man musste weiße oder ein graues Hemd tragen mit Krawatte, da war Pflicht. Krawatte gehörte immer dazu. Da hatten die Feuerwehrleute nach dem Krieg für gekämpft, diese Krawatte zu bekommen. Zu Beginn des Sommers kam dann offiziell der Befehl, wir konnten die Krawatte ablegen. Irgendwann in den 70er Jahren haben wir gesagt, das ist sowas von unpraktisch. In den 70ern entwickelt die Feuerwehr Schutzanzüge, um die Männer vor extremen Temperaturen und gefährlichen Chemikalien zu schützen. Das ist nun wohl der aktuellste Anzug, der Säureschutzanzug. Oh, Moment, das kann man schlecht verstehen. Sind Sie so nett? Danke. Also ein Säureschutzanzug. Richtig, ich bin hier in einen Säureschutzanzug gekleidet. Bei der menschlichen Führung gibt es auch noch einiges aufzuholen. Lange noch herrschten die alten Werte. Es wurde regelrecht marschiert. Bei jeder Übung, die anfing, da wurde erst einmal exerziert. Da wurde erst mal Ordnungsdienst gemacht. Da haben wir ja noch früher das Hakenleiter exerziert. Hier wird zum Beispiel das Exerzierreglement, wie es also draußen im Einsatz auf jeden Fall als Grundlage dienen muss, formal exerziert, dass es dem Mann in Fleisch und Blut übergeht. Wir wurden gedrillt, das zu beherrschen. Das ging alles zappig die Wand hoch. Vielleicht stört euch im ersten Augenblick der etwas kommissartige Ton, der hier herrscht. Ihr werdet ihn aber verstehen, wenn ihr daran denkt, dass jeder Schritt, jede Bewegung sitzen muss. Das heißt, eine Leiter und dann vom vierten Stock rauf. Wir sind erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock. Es gehören Geschicklichkeit und Mut dazu, an einer senkrechten Wand emporzusteigen. Nur auf sich allein angewiesen. Hochgeklettert, von da aus die Leiter wieder genommen, wieder hochgehoben, in die nächste Etage rein. Bis schräg, bis oben, Ochsenau, bis dahin. Ich erinnere mich daran, dass die Atmosphäre unangenehm war. Nicht unbedingt militärisch, sondern auch ein ziemliches von oben herab. Die Gesamtatmosphäre war unangenehm, das ist ganz anders als heute. Also Münster hat an dem Punkt eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen. Was passiert? Feuerwehrschule Münster, Simulation eines Verkehrsunfalls. Heute wird nicht mehr gedrillt, sondern lebensnah nachgestellt. Auch wenn die Feuerwehr noch immer Feuer löscht, am häufigsten werden sie zu Verkehrsunfällen gerufen. Und für die meisten fängt es so an. Wir kriegen einen Verkehrsunfall auf der B280. Da bin ich mit einem jungen Kollegen auch gefahren, der nicht älter war wie ich. Wir hatten wenig Erfahrung. Wir kommen dorthin, da war ein Fahrzeug in zwei Teile gerissen, schwer verletzte Person. Der Kollege guckte und ging erst mal an die Hecke und erst mal erbrochen. Ja, dann hatten sie den Mann, den Bulli, angeseilt, an der Seilwinde, zurückgezogen. Da fiel der gute Mann die Oberhälfte aus seinem Auto raus und die untere Hälfte vom Bauch her an, saß noch im Auto drin. Und ich als junger Feuerwehrmann, da wusste mir aber auch übel erstmal, da bin ich weggerannt. Feuerwehrleute brauchen starke Nerven. Es ist ein ständiges Leben mit Leid und Tod. Da war ich gerade 3 Wochen bei der Feuerwehr Duisburg und dann kam Person der Straßenbahn, Hedwigstraße 1. Ich weiß noch, dass ich so innerlich, so angespannt war von dem Gedanken, was erwartet dich jetzt? Ich glaube, es hätte nicht viel gefehlt, ich hätte mich daneben gelegt. 11. Januar 1985, 14.58 Uhr, Großeinsatz auf der Autobahn. Die Feuerwachen von Peter Pesch und Peter Ditz liegen in Euskirchen und Weilerswist. Dies und jenseits der Autobahn 61.
Der Einsatz lautete Pkw-Brand auf der BAB 61, Fahrt Richtung Koblenz. Man konnte das aber jetzt nicht einordnen. Sind 3 oder 4 Fahrzeuge betroffen oder ist es größer? Und wenn man da ankam, dann muss man dabei sein, da war eine Nebelwand, das heißt, sie konnten keine 10 Meter weit sehen. 155 ineinander verkeilte Autos, die gerade noch durch strahlenden Sonnenschein gefahren sind. Dann plötzlich eine Nebelwand und Glatteis. Da lagen Wohnwagen, die umgekippt waren, die auf Autotransporter waren. Da waren Viehtransporter umgekippt, wo Schweine durch die entsprechenden Unfallstellen liefen. Das war ein Chaos hoch 3. Diese chaotische Phase bei diesem Einsatz, die hat mindestens 2 Stunden gedauert, ehe man einen einigermaßen Überblick hatte, wo fängt die Einsatzstelle an, wo hört die Einsatzstelle auf. Ich habe LKW-Fahrer gehört und habe gesagt, hier mal gucken, wo sind die Leute eingeklemmt, weil man selber ja nicht das Personal da hatte. Die haben nicht widersprochen, die haben das sofort gemacht. Und haben dann, da ist einer. Dementsprechend konnte man das verteilen und konnte die Leute einsetzen. Der nächste Wasseranschluss ist 800 Meter weit weg. Und bei dieser Entfernung und Temperaturen von minus 10 Grad friert das Wasser noch in den Schläuchen. Am Ende war ein österreichischer LKW mit Staubplatten, ein 40-Tonner, der war auf 3 PKWs aufgefahren, was man aber nicht erkennen konnte, weil die unter dem LKW lagen. Und das war ein riesen Flammenmeer. Das hat man erst nachher noch ablöschen gesehen, die verbrannten toten Menschen. 11 Tote. 6 von ihnen verbrennen, eingeklemmt in ihren Autos. Das war schlimm. Vor allen Dingen ja die Bergung von diesen Menschen. Die ganze Nacht müssen die Feuerwehrmänner Leichenteile aus den Autowracks bergen. Solche Einsätze kann niemand vergessen. Vor allen Dingen, wenn es Tote gibt. Wenn man retten will und man hat es nicht geschafft. Das sitzt tief bei den Leuten. Leichen zu bergen ist nicht jedermanns Sache. Nach dem Krieg gab es noch Sonderprämien. Für jede Fundleiche oder die so gefahren haben, 10 Mark. Ja, das war ja damals so. Ich war ja 10 Mark viel Geld. Ne? Ja. Ich habe immer freiwillig gemeldet. Ne? War nicht viele, die das gemacht haben. Die meisten haben darauf verzichtet. Und ich habe gesagt, warum? Das höchste war 18 Stück im Monat gefahren. Ne? Und 180 Mark, da war viel. Geld gegen Gefühle. Das funktioniert auf Dauer nicht. Das sah aus, als wenn man so ein verbranntes, schwarzes Stück Holz hat, total verbrannt. Und wenn man dann sieht, und ich auch zufälligerweise bekam das Kommando, das zu löschen, da musste ich mit dem Feuerlöscher und musste das da ausmachen. Aber dass da ein Mensch war, das konnte man gar nicht mehr sehen. Sie alle können sich sicherlich noch an das große Unglück am 7. Oktober 1960 vor Emmerich auf dem Rhein erinnern. An diesem Tag werden auch Josef Amting und Willi Evers zum Einsatz gerufen. Das Rheinufer ist voller Menschen. Alle wollen das große Ereignis sehen. Die Tina Scarlett, eine riesige Fähre, wird aus der Kölner Werft zur Nordsee geschleppt. Ziel Kopenhagen. Um 15 Uhr erreicht die Fähre Emmerich. Da kommt es zur Katastrophe. Ich war auf dem Wege zur Arbeit und da sah ich vor mir die Stichflamme und die Rauchwolke. Aber ich bin bis zum Rhein gekommen und wie ich dann am Rhein kam, da war der Rhein nur ein Flammenmeer. Das kann man sich ja nicht vorstellen. Und die Schiffe, die angesenkten Schiffe, die angebrannt waren, die kamen zur Seite gefahren und alle Schiffe, die waren ja alle im Moment kopflos und wussten ja gar nicht, was zu tun. Bei der Tina Scarlett blockiert ein Ruder. Die riesige Fähre kommt ins Schlingern und bricht in den Benzinfrachter Diamant. Der hat 1000 Liter Kerosin an Bord. In einem 400 Meter breiten Flammenteppich schlingern die brennenden Schiffe stromabwärts Richtung Ölwerke Spick. 9 weitere Boote können nicht ausweichen und fahren sehenden Auges in die Katastrophe. Das geht in den Strom, das geht so schnell nicht. Das ist ja plötzlich passiert, wie die aus dem Ruder gelaufen, dann kann man sich nicht mehr. Dann können die großen Schiffe, das geht nicht mehr.
die Möglichkeit haben, die nicht so schnell auszuweichen. Das kann ich vielleicht mit dem Fahrrad machen oder was, aber nicht mit so einem riesen Schiff da, das geht nicht. Die beiden von der Freiwilligen Feuerwehr Emmerich stehen am Ufer und können nichts machen. Doch in Emmerich gibt es eine kleine Fähre. Und dann sind wir verladen worden, der Emmericher große LF-25 auf der Fähre und wir mit unserem Anhänger auch auf der Fähre und sind dann Richtung Dina Scarlett hinterhergefahren. Aber die Fähre war zu schwer manövrierfähig. Die wagte sich nicht, konnte sich nicht kurz heranwagen und die haben den Einsatz abgebrochen. Mit einem Schlepper nehmen sie ein zweites Mal die Verfolgung auf und versuchen in mörderischer Hitze, das Kerosinschiff aus nächster Nähe zu löschen. Wenn man so im Einsatz ist, dann denkt man an sein eigenes Leben gar nicht. Dann ist man im Einsatz, dann konzentriert man sich nur noch auf die Aufgabe, die man hat. Und wir waren ja so kurz an dem Tankschiff, an der Diamant dran, da hätte ich rüberspringen können. Die Schiffe treiben direkt auf die Ölwerke Spick. Dort wird man schon nervös. Und nur 300 Meter entfernt liegt ein weiteres Schiff, beladen mit 350 Tonnen Munition. Mal angenommen, die wäre explodiert. Erstens, unser Leben wäre sehr wahrscheinlich auch zu Ende gewesen. Und die hatten natürlich Sorge von ihrer Firma. Nee, dabei ist ja auch alles brennbar. Und dann müssen da ein paar mutige Schiffsführer gewesen sein, die da unten bei der Ölwerke Spick diese beiden Schiffe auseinandergezogen haben. Als schon alle Feierabend machen wollen, fängt die große Fähre erst richtig an zu brennen. Zu mächtig zum Löschen lässt man sie kontrolliert ausbrennen. Tagelang liegt ein brennendes Schiff auf dem Rhein. Jahrelang ragt es als Ruine aus dem Wasser. Lange zieht sich der Prozess hin, aber keiner will schuld gewesen sein. Konsequenz für die Feuerwehr? Nach der Katastrophe von Emmerich werden alle Städte am Rhein mit Feuerlöschbooten ausgestattet. Auch Emmerich. Volle Kraft voraus. Das Löschboot im Duisburger Hafen. Wasser aus allen Rohren. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn ein Schiff brennt, die abgetunkt sind, das heißt also schon eine Ladegrenze sind, die Werfer bringen 5000 Liter pro Minute Wasser, pro Minute. Und wenn ich mit zwei Monitoren dran gehe, da muss ich überlegen, wie lange kann ich das machen, um selbst das Schiff schon versenkt zu haben. Ne? Duisburg, größter Binnenhafen Europas. Täglich unterwegs, das Feuerlöschboot. Im Januar 1979 gibt es eine Explosion. 70 Millionen Liter Heizöl stehen in Flammen. Aber das ahnt Klaus Klink noch nicht, als er in den Duisburger Hafen gerufen wird. Weiß man nicht, was kommt. Das wusste man nicht. Und wie wir dann auf der Brücke waren und Weitsicht hatten, dann sahen wir, dass da eine Wolke sich auftat, die ganze Stadt verdunkelt hat. Da sahen wir, wie die Kessel alle brannten. Das war ja nicht eine, das waren 18. »250 Feuerwehrmänner schaffen es in nur 3 Stunden, den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Man sieht, wie so Tankwagen und das alles wegbrennt und ganze Gebäude und so, das ist schon überwältigend, will man sagen. Aber man vertraut auf sein Gerät. Ich war damals Maschinist und habe dann die Pumpe in Betrieb genommen, aus dem Becken Wasser genommen. Und dann wurde der erste Angriff gefahren. Und dann kam der Chef und sagt, passt auf, wenn der Kessel hier vorne hochgeht, da ist super drin. Lasst stehen und liegen und macht weg. Und dann hieß es auf Kommando, alle Kanonen, die da sind, voll drauf. Mittlerweile brannte Hafenbecken. Schiffe sind gesunken. Arbeitsschiffe, die haben dann alle aufgegeben. Schwierigkeiten bereiteten die niedrigen Temperaturen, durch die das Löschwasser in den Schläuchen zu gefrieren drohte. 9 Monate später haben sie kein Frostproblem. Alles andere ist gleich. Dann kriegt man den Einsatz Ötach, haben wir gesagt, kann doch nicht, da waren wir doch erst mal im Januar. Und da kamen wir wieder über die Nord-Süd-Straße und da konnten wir wieder sehen, gleiche Feuer, gleiche Qualmwolken. Und da haben wir gedacht, kann doch nicht wahr sein. Zweimal zum gleichen Ort auszurücken, ist für die Feuerwehr nichts Ungewöhnliches.
Die Freiwillige Feuerwehr von Schöppingen fährt in den 60er und 70er Jahren fast täglich in die Bauernschaft Gehmen. Das hieß ja automatisch auch, wenn wir rausfuhren, die Leute an der Straße, wo geht's hin, sagten die, geht wieder nach Gehmen. Ja, wenn die Sirene ging, wusste man, wo geht's hin. Ne? Ja, auch das liegt mir von selber hin. Wenn die Sirene geht. In der Regel weiß man nicht, was kommt. Hauptsache, man ist schnell auf den Beinen. Ich bin zu meiner Zeit jede Nacht, sobald die Feuerwehrsirene ertönte, bin ich raus aus dem Bett und dahin gefahren. Seit dem 11. April 1968 wütet in der münsterländischen Gemeinde Schöppingen der Feuerteufel. Und zwar immer in der kleinen Bauernschaft Gehmen. Immer wieder brennen ganze Bauernhöfe ab und allen im Ort ist klar, das kann kein Zufall sein. Es brannte ja auf einem Hof allein 5 oder 6 Mal und das kann nicht mit normalen Dingen zugehen. Man muss feststellen, dass die angrenzenden Gemeinden, sprich Methlen, Heeg, Lechten und auch Horstmar, fast keine Brände zu verzeichnen haben. Es sah ganz nach Brandstiftung aus, denn so viele auf einmal, das war kein Zufall mehr, das konnte so nicht sein. In 10 Jahren musste die Freiwillige Feuerwehr des 6000 Einwohnerstädtchens im Kreis Ahaus 16 Mal ausrücken zum Ortsteil Gehmen. Seit Oktober allein 4 Brände wie dieser, bei denen die Kriminalpolizei eindeutig Brandstiftung feststellte. Die Liste von Brandstiftungen im Ortsteil Gehmen. 23 Mal in 6 Jahren. Allein 6 Mal traf es den Hof von Bauer Schmalacker. Ja. Ich glaube, am 4., 5. Mal, da war er ziemlich angeschlagen. Der kannte das aber, muss man eins dabei sagen, der kam von Lüdinghausen. Und er war in Lüdinghausen schon 3 Mal abgebrannt. So, und wo er hier kam, auf diesen ersten Hof, wo er drauf gewesen ist, wie lange war er da? 14 Tage, 3 Wochen oder was? Viel länger war er noch nicht drauf, da war die Kiste auch schon weg. Bauern verlieren ihre Existenz, Familien ihr Zuhause. Und keine Spur vom Täter. Was ich dabei festgestellt habe, war besonders die Angst in der Bevölkerung da, in Gehmen. Das war ganz schlimm. Also, die gingen ja abends nicht ins Bett, nicht mehr, ohne Angst zu haben, ob es heute Nacht bei uns wo brennt. Und wenn die dann um 1, 2 Uhr ins Bett gingen, dann gingen die noch mal ums Haus herum, um mal zu gucken, ob hier irgendwo was Verdächtiges war. Das war schon schlimm. Nicht? Die Leute hatten es nicht einfach da. Nicht? Nach den Brandnächten bleiben rauchende Trümmer zurück. Dies blieb vom letzten gelegten Feuer die Ruine einer großen Scheune. Doch diesmal war es mit der westfälischen Gelassenheit der Gehmener Bauern endgültig vorbei. Nach dem letzten Brand, ganz spontan, hat die Bürgerschaft hier dann beschlossen, sie wollten einen Betrag aussetzen, der ausgezahlt werden soll für diejenigen, die Hinweise geben können, die zur Ergreifung des Täters führen. Ein beachtlicher Betrag, so meine ich jedenfalls, von 12.000 Mark wird heute ausgesetzt. Die sollten natürlich dazu dienen, dass wir den finden würden, der Brandstiftung war. Aber es hat nichts gebracht. Im Herbst 1974 hört der Spuk plötzlich auf. Der Brandstifter ist bis heute unbekannt. Aber auch nach 40 Jahren noch immer Stammtischthema in Schöppingen. Und wenn wir dann anfangen, ja, weißt du, das noch und da noch und das noch. Und dann fangen die Frau-Leute schon manchmal an zu mosern und sagen, habt ihr kein anderes Thema? Da wird noch viel von erzählen. Auf dem Lande gehören manchmal ganze Familien zur Freiwilligen Feuerwehr. Ehrensache im Dorfverband. Wenn aber ganze Belegschaften der Sirene folgen, kann der Chef schon mal die Notbremse ziehen. Ja, für manche Leute gab es Schwierigkeiten. Während des Tages konnte es mal vorkommen, dass wir nur mit ein paar Mann dort waren, dass wir gerade einen Tankwagen besetzt kriegen. Gegen die Nachwuchssorgen bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es ein einfaches Mittel. Seit 1978 sind auch Frauen dabei. 7 Frauen sind bei der Freiwilligen Feuerwehr Kerpen in Ausbildung. Und das bedeutet, dass sie nicht für den heißen Kaffee am Einsatzort zu sorgen haben, sondern einmal vollwertig bei der Brandbekämpfung mitwirken wollen. Eine von ihnen ist die damals 23-jährige Hannelore Müller. Es wurden Witze gerissen, ja. Also es wurden schon, ja. Man wurde belächelt.
Ja, was können die schon ausrichten? Was können die schon ausrichten? Im Kreise der gestandenen Feuerwehrmänner wurde über die Aufnahme von Frauen abgestimmt. Es gab Bedenken seitens der männlichen Kollegen. Bedenken, der Zusammenhalt der Männer könne gestört werden. Anfangs waren auch viele Frauen von Kameraden, die wollten das nicht so gerne, weil die dachten auch, wir spielen da ein bisschen. Ich meine, das ist nicht wie ein Kegelclub. Also so weit ist das auf keinen Fall. Die hier übenden Frauen etwa tragen die Arbeitskleidung ihrer Kollegen. Und dann war natürlich auch kein Geld da, um mal eine vernünftige Uniform zu kaufen. Und bei der angespannten Finanzlage der Gemeinde ist auch noch nicht sicher, wann die Mittel zugeteilt werden. Was ganz schwierig war, es gab keine getrennten Umkleideräume bzw. Waschräume. 35 Jahre später gibt es immer noch Vorurteile, aber es hat sich etwas getan. Ja, die Umkleideräume sind inzwischen für die Frauen geschaffen. Aber die Uniform ist nach wie vor unvorteilhaft. Sie passt oder sie passt nicht und oft kommt es vor, dass sie nicht passt. Sabine Voss entdeckt ihre Leidenschaft für die Feuerwehr während des Praktikums im Jurastudium. Aber keiner traut ihr zu, sich als Frau in den Männerverein durchzusetzen. Auch nicht ihre Eltern, die sich das Leben ihrer Tochter weniger aufreibend vorgestellt haben. Also es gab schon Probleme zu Hause, als ich mein Jurastudium abgebrochen habe und mich entschlossen habe, zur Feuerwehr zu gehen. Also meine Eltern waren schon ganz schön entsetzt darüber. Dankeschön. Okay, tschüss. Nach einigen Stationen bewirbt sie sich auf den Chefposten in Dormagen. Ein Novum in der deutschen Feuerwehrgeschichte. Ich kam dann zum Bewerbungsgespräch. Natürlich war das für das Personalamt und auch den Bürgermeister eine sehr ungewöhnliche Situation, da eine Frau vorzufinden. Aber anscheinend habe ich die Latte sehr hochgelegt. Erzählte mir das mal. Qualität siegt über Vorurteile. Sabine Voss wurde die erste Feuerwehrchefin Deutschlands. Und das Vorbild wirkt. Okay. Habt ihr die anderen Bereiche jetzt auch noch ausgeleuchtet? Wir haben in der Feuerwehr Dormagen eine ganze Menge Frauen inzwischen. Wir haben 14 Aktive in der Freiwilligen Feuerwehr und inzwischen haben wir auch 5 Aktive im hauptamtlichen Bereich. Eine Hürde für viele Frauen ist der Einstellungstest. Es gibt bei Feuerwehren Unterschiede in den Einstellungstests. Im Moment ist man dabei, die Tests zu standardisieren. Weil da waren Übungen drin, das waren richtige Killerübungen für die Frauen. Also die konnten die einfach nicht schaffen. Ja, also zum Beispiel der Klimmzug an der Reckstange können Frauen schlicht und ergreifend nicht. Ne? Wenn man das im Test drin hat, ist es für eine Frau schwer, diesen Test überhaupt zu bestehen. Seit 2011 sind die Tests auch in Köln angepasst. Ich denke, Frauen die bringt zwei Vorteile mit, die wir Männer nicht haben. Der eine Vorteil ist, glaube ich, dass sie ein besseres Empfinden für den Gegenüber haben. Und der zweite ist natürlich das Multitasking. Dinge gleichzeitig zu tun, das ist, glaube ich, mehr eine Stärke der Frauen. Wieder ein Klischee abgebaut. Aber ein anderes hält sich hartnäckig. Eine Feuerwehr besteht aus zwei Kategorien. Ne? Die erste, die das Anstecken besorgt, und die zweite, die das Löschen besorgt. Wir sollen sein Glück. Früher war das ja üblich, nicht wahr, dass man einfach sagt, ja, die Feuerwehr, die saufen, nicht? Und so. Die hatte den schlechten Ruf, genau wie die Bahnleute, nicht? Dann sagt man, wenn eine Ziege nicht trinken will, dann setzt sie eine Bahnkappe oder eine Feuerwehrkappe auf. Das ist aber Blödsinn, nicht? Es wird immer gespottet über Feuerwehr und die Löschen. Die Löschen mit Bier oder Alkohol oder was auch immer. Sagen Sie mal, wie sieht das eigentlich aus bei den freiwilligen Feuerwehrleuten? Sind das große Trinker? Mitunter können sie sein, aber das gehört auch wieder mit dazu. Es gehört zu der Kameradschaft. Ist Kameradschaft. Ist Feiern. Dass man eben auch in entspannten Situationen sich aufeinander verlassen kann. Und wenn man seinen Kamerad oder Kameradin kennt und weiß, wie der andere tickt, das braucht man im Einsatz. Und das ist ganz, ganz wichtig. Im Juli 1965 liegt das Leben von Georg Rode allein in den Händen seines Kameraden. Da muss ich natürlich beisagen, dass ich mich auf diesen Kollegen Sutschik verlassen konnte. Ne? Denn Rode hängt im Rettungseinsatz an einem Seil, das sein Kamerad sichert. Ja, der hatte uns beide in der Hand. Der hat in der Tür gesessen und das Seil ist er auch hinterher. Es hat keiner mit angefasst, sagt er. Dann kannst du allein euch halten. Ostwestfalen ist überschwemmt, die Heinrichsflut. In 2 Stunden regnet es so viel wie sonst in 6 Wochen.
Kleine Bäche werden zu reißenden Strömen. 26 Brücken stürzen ein. Katastrophenalarm in Paderborn. Die Stadt ist ebenso eine Wasserlandschaft wie die Dörfer. Wer nicht im Erdgeschoss lebt, bleibt besser zu Hause. Wir konnten auch gar nicht in die Häuser rein. Uns hat die Bundeswehr ein hohes Fahrzeug zur Verfügung gestellt. Sonst wäre dieses Interview gar nicht möglich. Wie haben Sie das Hochwasser hier erwartet? Wir haben es beim Mittagsschlaf erwartet und wurden unsanft geweckt. Noch dramatischer ist die Lage auf dem Lande. Wir wurden aufkommandiert nach Wever, Ortsteil, wo Kühe und alles und Pferde noch in den Wiesen sein sollen, wo schon Wasser hochsteht. Wir kamen in Wever an, da hieß auf einmal über Funk, weiterfahren nach Etteln. Menschen in Lebensgefahr. In Etteln sind 200 Menschen von den Fluten eingeschlossen. Nachbarn sehen eine hilflose Familie im Todeskampf. Und die haben uns rübergerufen, dass die Frau mit einem Kind am Fensterkreuz hängt und die Oma auch noch. Das Wasser ging denen ja bis zum Hals. Schnell macht Rudes Truppe das Schlauchboot klar. Mit dem Schlauchboot, das ging nicht, weil die Strömung so stark war und unser ganzes Schlauchboot umriss schon bald. Und wenn wir nicht angeseilt gewesen wären, wäre ein Kollege schon mit der Flut weg gewesen. Und dann kam ein Hubschrauber, flog drüber weg, über uns, und sah das Blaulicht vom Auto und kam dann runter. Nun habe ich auch gehört, dass hier im Oberdorf von Etteln ein Bundeswehrhubschrauber versucht hat, eine Familie mit ihren Kindern zu retten. Dann haben wir den Piloten klargemacht, dass wir ein langes, dickes Hanfseil haben, uns auch mit zwei Mann zur Verfügung stellen und uns abseilen würden. Das lehnte der Pilot ab. Dann haben die aber unser Seil genommen und haben versucht, die Frau da so rauszuholen. Die haben das Seil einfach runtergefallen lassen, wo sie über dem Haus waren. Und die Frau sollte sich dann am Seil selbst fest, mit dem Kind selbst festhalten. Nur die Frau konnte sich vor lauter Schwäche nicht mehr halten. Das Kind fiel raus aus dem Arm und sie hat sich hinterher fallen lassen. Und wie ich hörte, soll der Versuch nicht ganz geglückt haben. Der Hubschrauber kam wieder zurück auf der Wiese oben. Und dann haben wir uns mitgenommen, runtergelassen. Haben sie gesagt, da unten ist die Frau. Da war ich ungefähr 2 Meter entfernt von der Frau, kriegte es aber nicht. Und dann war ich aber einmal unter Wasser. Da sah ich dann die braune Brühe. Und da zog er wieder an. Und in dem Moment, wo er hochkam, sah ich die Frau genau vor mir. Ich kriegte sie zu fassen, umarmte sie, drückte sie fest an meine Brust. Und dann ging der Hubschrauber hoch, über Häuser, über Stromleitung und dann noch über die Hochspannung. Und landete oben auf der Wiese wieder und wir kamen heil und glücklich oben an. Und die Kinder sind in den Fluten umgekommen und die Großmutter ebenfalls. Ja, wie viele Kinder waren es? 4 Kinder waren es. Hätten uns gleich mitgenommen und hätten wir uns am Seil runtergelassen. Dann hätte ein Kind noch halten. Kinder nicht helfen zu können, das lässt auch hartgesottene Feuerwehrleute nicht mehr los. Irgendwann hatte ich den Rettungsdienst, ging nicht mehr. Da habe ich gesagt, ich muss was anders machen, weil wenn man viele tote Kinder gehabt hat oder auch Leute, die junge Leute schwer verunfallt sind, hat man irgendwann gesagt, warum ist es das? Auch Feuerwehrmänner sind Väter. Stefan Neuhoff hat 11 Kinder. Ich war damals ein Ereignis, wo ich Oberbeamter war und es kam Wohnungsbrand. Ich weiß nicht, dass ich ankam, auf die Haustür zuging und dann flog die auf und ein Feuerwehrmann kam heraus und trug ein Kind auf dem Arm, 2 Jahre alt. Das war blond, das hatte einen weißen Schlammanzug mit Maikäfern drauf an und war gerade aus der Wohnung geholt worden. Sein Geschwister hatte also die Wohnung angezündet. Mein Sohn Benedikt, damals genauso alt und den gleichen Schlammanzug und blonde Haare. Das ist mir so im Kopf geblieben, also die so Erlebnisse manchmal, wo es die einem sehr nahe kommen auch. Ne? Das hat es auch nicht überlebt, dieses Feuer. Ne? Das war so ein Unfalltod von einem kleinen Kind, was beim Abbiegen im LKW zwischen die Zwillingsreifung hinten kam. Und das Kind steckte mit Kopf und Körper zwischen diesen beiden Reifenteilen drin. Und wir hatten dann die Aufgabe, zumindest in der Phase noch versucht, das Leben zu retten. Das war in einer Zeit, wo ich selbst gerade so einen kleinen Knopf hatte. Und das war natürlich dann schon ein bisschen hart.
Feuerwehrmänner müssen viel wegstecken. Nicht immer können sie helfen. Manchmal kommen sie einfach zu spät und nehmen das Leid mit nach Hause. Es gehörte zu unserer Welt. Da reden wir nicht drüber, da schweigen wir drüber. Wir sind eine harte Männerwelt und wir stecken das alles irgendwie weg. In den 90ern reagiert die Feuerwehr. Es entsteht das Modell der psychosozialen Unterstützung. Und dann sind wir auf die Feuerwachen gegangen und haben den Kollegen unser System vorgestellt. Und die Kollegen hatten aber große Bedenken. Wir sind doch nicht reif für die Couch. Also es war schon eine sehr schwierige Startphase. Und dann kam der Flughafenbrand und dann haben wir ein Einsatznachbereitungsgespräch angeboten und hatten gedacht, es würden vielleicht 10 Leute kommen. Es kamen 70. Die Männer sind völlig erschöpft und erschüttert. Sie waren die Ersten, die in den brennenden Flughafen hineingingen. Zuerst war das wie ein normaler Einsatz halt, Brandbekämpfung. Und später, als man dann halt sich langsam mal umschaute und das auch die ersten Leichen sah, ist doch schon ein bisschen übel dann. Ne? Wir sind in den Aufzug reingekommen und da lagen dann 4 tote Menschen drin und ein kleines Kind. Mehr als 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz und erleben Panik und Chaos. Sie hatten zum ersten Mal das Gefühl, an ihre Grenzen gekommen zu sein? Es waren unheimlich viele Informationen, Fehlinformationen auch und Spekulationen, die auf einem zukamen. Ich weiß noch, irgendwann kam so eine Mitteilung, bei der Lufthansa wären angeblich nur 500 Leute drin, was sich Gott sei Dank nicht bestätigt hat. Auf mehreren hundert Metern zünden brennbare Gase. 2000 Menschen suchen die Ausgänge. Ausgerechnet dort sind plötzlich eigene Leute verschwunden. Die waren eingesetzt in dem Bereich der Brandbekämpfung Förderbänder. Und die Zeit war um. Wir hätten eigentlich schon lange wieder zurück sein müssen. Und die hatten also festgestellt, dass ihre Luft nicht ausreichen würde für den Rückzug und haben den Weg nach vorne angedreht. Sonst sind genau auf der anderen Seite des Flughafens rausgekommen. Aber man hat sich echt Sorgen machen müssen, denn man musste echt mit dem Schlimmsten rechnen. Wenn ein Kollege aus den eigenen Reihen im Dienst umkommt, dann geht unser emotionales Schutzschild in die Knie. 1996 kommt in Köln der Feuerwehrmann Andreas Stampe ums Leben. Ausgerechnet bei dem Einsatz, den immer alle so fürchten, einem Kellerbrand. Feuerwehrmänner aus dem ganzen Land geben das letzte Geleit. In diesem Hochhaus in der Kirbergstraße in Köln passiert es am Mittwoch vergangener Woche. Andreas Stampe und seine Kollegen der Feuerwache 2 wurden zu einem ganz normalen Kellerbrand gerufen. Nur was alle überrascht hat, eben diese riesige Rauchentwicklung, die dann ganz plötzlich aufschlug. Ich war ja in dem Vorraum selber noch mit drin, hab ja noch den Schläuchen nachgeschoben, den Kollegen, die da runtergingen. Als am Mittwoch der kleine Trupp in diesen Kellerraum vordrang, aus dem den Feuerwehrleuten Flammen entgegenschlugen, muss es noch schlimmer ausgesehen haben als bei dieser nachgestellten Übung. Als die Pressluft der Atemschutzgeräte zur Neige ging und sich der Trupp durch den völlig verqualmten Keller zurückzog, passierte es. Die Fangleine selber aus dem Beutel gelöst und hat sich irgendwie mit den Schläuchen verheddert und danach auch um seinen Körper irgendwie verheddert. Seine Kameraden konnten in dem Rauch nicht die Hand vor Augen sehen und bemerkten nicht, warum Andreas Stampe nicht weiter konnte. Sie alarmierten den Rettungstrupp. Als die vorgegangen sind in den Keller, war die Vorhalle nicht verraucht gewesen. Auf einmal war die völlig verraucht. Das heißt, das fing für die Rettungstrupp mit dem Problem an, durch eine völlig verrauchte Vorhalle eines Hochhauses vorzugehen, den Kellerabgang zu finden. Dann lagen da die Schläuche ganz wirr durcheinander und dann runterzugehen und den Kollegen unten rauszuholen. Andreas Stampe war nur 30 Schritt vom rettenden Ausgang entfernt. Doch inzwischen ging auch bei den anderen Feuerwehrleuten die Luft aus. Sie torkelten dem Rettungstrupp entgegen. Der Rettungstrupp kümmerte sich deshalb erstmal um diese Feuerwehrleute und brachte sie an die frische Luft. Als ein zweiter Rettungstrupp eintraf, war es für Andreas Stampe schon zu spät, obwohl genügend Retter vor Ort waren. Es gab auch eine oder andere Nacht, wo ich schon danach nicht mehr geschlafen habe. Ich machte mir schon Gedanken, hättest du aber besser machen können. Aber oft kommt dann die Erkenntnis, du hattest keine Chance. New York, 11. September 2001. Beim Einsturz des World Trade Center kommen mit einem Schlag 343 Feuerwehrmänner ums Leben. Auch sie wollten nur helfen. Auf
Also ich hätte nie gedacht, dass ein Hochhaus komplett in sich zusammensacken kann. So, ne? Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Ne? Und mir war sofort klar, da sind zig Feuerwehrleute sind da drin. Ich hätte die vermutlich auch da reingeschickt. Ja? Weil das hat es vorher nie gegeben. Ne? Jetzt hat es die Katastrophe gegeben. Jeder hat sie im Kopf und muss trotzdem in das nächste Hochhaus. Ich gebe auch ganz ehrlich zu, also für mich war halt immer ein Horror Hochhäuser. Die Übungshalle der Feuerwehrschule Münster. Häuser aller Art sind hier nachgebaut, um sich an den Horror zu gewöhnen. Einst gab es hier ein großes Geheimnis. Wir dürfen aber noch nicht hinein ins Haus. Ja, das müssten Sie mir schon etwas vergeben. Es ist noch etwas tabu, es ist etwas geheim. Aber ich hoffe, Herr Simanowski, Sie sind mir nicht böse, wenn ich die Neugier des Journalisten anführe, der so durchs Fenster geschwingst hat. Ja, Ernst, das ist natürlich bedauerlich. Wir konnten ja nicht alle Vorsichtsmaßnahmen wahrscheinlich treffen. Wir hätten Sie sonst natürlich gehindert, wenn wir das beobachten. Nun, es ist alles da, was Sie brauchen zur Schulung. Ein Blick auf die Modellstadt zur Einsatzplanung. Wie geht man an die Sache ran? Kameras bringen den Einsatzort auf den Schirm. Wenn die Führungskräfte vor Ort binnen Sekunden die richtige Entscheidung treffen müssen, können sie das Wissen abrufen. Das hat sich seit 50 Jahren bewährt. Denn wenn etwas passiert, muss es schnell gehen. Unglücke kündigen sich selten an. So auch beim Kölner Stadtarchiv. Am 3. März 2009 kommt es zur Katastrophe. Der Boden gibt nach. Das Haus stürzt in die U-Bahn-Baustelle. Während der Anfahrt stellte sich dann heraus, dass es das Stadtarchiv war. Ich stand dann da vor dem Trümmerhaufen und bin raus. Ich dachte, das gibt's nicht. Das kann nicht wahr sein, was du da siehst. Jahrelang hat Stefan Neuhoff in seiner Freizeit hier zur Feuerwehrgeschichte geforscht. Jetzt ist das Haus weg. Ich kannte das Stadtarchiv, ja. Ich hatte also eine sehr genaue Vorstellung davon, wie das gegliedert ist, wo Leute arbeiten, wo der Lesesaal ist, was im Keller ist, Dokumente und so weiter. Für mich war völlig klar, hier muss es Tote geben, hier muss es Verletzte geben. Hunderte warten auf seinen Einsatzbefehl. Bis man Gewissheit hat, die und die Personen werden vermisst und die waren vermutlich in der Wohnung oder hier im Dachgeschoss. Das dauert Stunden. Zeitweilig war von 9 Vermissten die Rede. Einer hatte gesagt, ich habe da noch 2 Personen am Balkon stehen sehen, als das Gebäude zusammen war. Stimmt überhaupt nicht. Am Ende des Tages steht fest, es werden 2 junge Männer vermisst. Sie müssen unter den Trümmern liegen. Außerordentlich kritisch war für mich die Frage, was machen wir mit den beiden Vermissten? Man wusste auch nicht, was macht der Boden? Also gibt der Boden weiter nach, rutscht dieser ganze Trümmerkegel auf einmal unter einem weg? Er alleine muss nun entscheiden. Riskiert er das Leben seiner Männer, um vielleicht 2 andere Leben zu retten? Das war eine Entscheidung, die ist mir sehr schwer gefallen. Wissen ist. Neuhoff entscheidet, auf die Bagger zu warten. Die Frage wäre gewesen, was passiert, wenn der Bagger das erste Mal über den Trümmerkegel drüber zieht und dann taucht der erste von den Vermissten auf. Die Opfer liegen in 5 und 9 Metern Tiefe unter den Trümmern. Sie hatten keine Chance und waren sofort tot. Den letzten haben wir, glaube ich, nach 12 Tagen gefunden. Und die 12 Tage läuft man schon mit der Frage rum, was war das richtig, die Entscheidung? Ja, erste Rückmeldung. Einsätze, die über Leben und Tod entscheiden. Das hat sich für die Feuerwehrleute bis heute nicht geändert. Es belastet sie und es erfüllt sie. Und nicht zuletzt deswegen haben sie diesen Beruf gewählt. Es war einfach ein Bedürfnis für mich, irgendwas zu tun. Ja, und die Genugtuung, dass man hier und da doch Menschen helfen konnte. Also mir hat es auf jeden Fall geholfen, bestimmte Dinge, Gott sei Dank, dann selber erledigen zu können. Dass man dann wirklich auch zufrieden nach Hause geht und nach einem langen Feuerwehrleben auch sagen kann, es hat sich einfach gelohnt. Und das gibt dem einen so tiefen Sinn, diesen Beruf. Also das wiegt alles andere wieder auf.